So, ich habe Ihnen auch gesagt, Herr Betz, kommen Sie zur Schulterberatung, ja? Ich kann auch nichts machen. Jetzt biegt der Kuckuck auf der Playstation, das haben Sie jetzt davor. Die Playstation, das war ein Weihnachtsgeschenk für meinen Buben, für meinen Enkel her. Ja, das tut mir leid, aber 4000 Euro Handyschulden, das hat man nicht einfach so. Das läppert sich zusammen, wenn man nicht zur Schuldnerberatung kommt. Ja, haben Sie runtergeladen, aber ein Logo und ein paar Klingeltöne, ja? Hätten Sie eine Wertkartenhandy genommen, da war das nicht passiert. Ganz einfach. Ja, wieder schauen, ich mach mir Pflicht da. Schlechte, du Hundskritzen, du verdammter Erst. Das ist ein Hundsficht, ja. Herr Gerichtsvollzieher, ich bring ihn um, Herr Vater, was regst du denn so auf? Hans, bring dich um. Nur Verbrecher auf der Welt, ja, Erst. Da, schau in der Zeitung, was steht. Wo steht der Elsner in freier Umeinander, der Verbrecher gehört umgebracht, Herr, der Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn. Ich bekomme mal eine Playstation zu Weihnachten. Was, super, ich habe schon Spiele gewünscht, die können wir dann mit dir spielen. Sag einmal, könnt ihr nicht grüßen, ne? Geh scheißen, Opa! Ja, sag einmal, bist du aber kein Hiesiger, ha, du? Fick dich! Ja, sowas lernt ihr heute in der Schule? Wir waren nicht in der Schule! Aber ihr wisst ja gar nicht, was das heißt, ha? Sicher wissen wir, was das heißt, das... Oh, und was heißt ja, das? Ja, sagen wir nicht. Die Lehrer können alle umgebracht heute. Ja, Herbert, sag, was machst servus, du da? Bist du aus dem Häfen ausgebrochen? Nein, ich war Weihnachtsamnestie gekriegt. Eine Weihnachtsamnestie? Du Hilde, ich will zurück zu dir. Und, saufst du noch? Nein, ich hab aufgehört. Ich bin ein ganz anderer Mensch, glaub mir das. Aber der Bub mag das ja nicht. Was machst denn du, Arschloch, da? Erst. Ich hab gesagt, wenn du wieder kommst, dann bring ich dich um. Ja. Weil du die Mama immer schlägst, du Arschloch. Ich hab die Mama nicht geschlagen, Betze. Sicher hast du es geschlagen. Aber ich bin doch viermal selbst die Stiege hinuntergefallen. Genau, geh Betze sehr lieb und hol den Papa Zigaretten, ja? Nein. Ja, was ist denn da los für ein Bäu, ha? Herbert, du traust dir da noch eine. Ich hab gesagt, wenn du noch mal kommst, gibt's eine Katastrophe, ja? Schwiegervater, wegen dir hat das alles angefangen. Wenn wir die da nicht aufnehmen hätten müssen, dann hätten wir nicht zubauen müssen, dann hätte ich keinen Kredit aufnehmen müssen, hätte ich nicht zum Saufen angefangen, hätte die Hilde nicht, war die Hilde nicht runtergeflogen, die Stier. Ich überhaupt nicht, Herrst. Ich hab schon gesagt, die ganze Familie ist der größte Ruhe, Herrst, ihr gehört's alle umgebracht. Wir bringen euch um, ich stich euch alle um.